Wieso? Los, komm weg hier! Tahir, hörst du? Hast du meinen Schlüssel? Es ist Walt. Wir müssen weg. Aber den suche ich doch. Du Idiot, er muckst dich ab, wenn er dich findet. Dylan! Scheiße! Geh zum Lüftungsschacht! Schnell! Hier lang! Du zuerst! Was machst du da? Waltz darf den GRI-Schlüssel nicht kriegen. Was? Lass mich raus! Fischauge, Lowan. Geh! Da ist der Verräter! Hi, Dylan. Hallo, Kumpels. Lass den los. Warum hast du mich hintergangen? Der Schlüssel gehört dir nicht. Du kannst nicht. Wo ist er? Hier drin. Das ist das Ende. Es tut mir leid. Wirst du sentimental? Nicht wirklich. Du stirbst ja nur. Mein Großvater hat früher Pferde gezüchtet. Wunderschöne Tiere. Ich habe sie sehr geliebt. Eines Tages stürzte sein Lieblingspferd und brach sich das Bein. Ich dachte, Opa wird ihm helfen. Aber er zog einfach seine Pistole, gab sie mir in die Hand. Er sagte zu mir, du tust ihm einen Gefallen. Dann drückte er meinen Finger, den ich am Abzug hatte. Ich schrie. Ich wollte, dass mein Großvater stirbt. Jahre später wurde mir klar, was getan werden muss, muss getan werden. Du lässt mir keine Wahl, mein Freund. Da ist jemand. Im Lüftungsschacht! Kommt ihn! Ja, okay. Ja. Super. Hat. Überhaupt noch Schlüssel her. Hat Aiden ja echt. Du! Nein. Holy! Okay. Hat Aiden ja super hinbekommen. Da lang. Anstatt da früher abzuhauen, klar, ich will wissen, was da der Walls macht und wie es halt dem Kontakt, man, was auch immer da passiert, aber normalerweise hätte er einfach abhauen müssen, das wäre es gewesen. Ohne irgendwie großartige Probleme zu kriegen und jetzt ist er, ja, jetzt wird er halt einfach verfolgt. Ja. Hm. Super, kann man das nur sagen. Okay, wir kriegen gerade hier einen Unfall. Das tut weh. Auch in Teil 1 war es ja so, dass wir immer da einen Anfall bekommen hatten teilweise, weil wir da infiziert waren oder sowas. Beziehungsweise wir waren ja infiziert, aber durch die Medikamente da haben wir es ja mal unterdrücken können. So, erreichen Sie Villador. Unsere Energieleiste ist noch okay. Das sind gerade wahrscheinlich die Wirkungen von dem Virus. Oder wie auch immer. Reise ins Unbekannte. Frei erkundbare Welt. Während des Sekundens werden Sie viele Leute sehen, die in Schwierigkeiten stecken. Sie werden mit einem blauen Viereck. Blaues Trapez. Nee. Wie auch immer. Auf Ihren Kompass angezeigt. Uh-huh.
Wer zur Hölle ist das? Er hat keine Biomarker. Ein Wasser. Er verwandelt sich. Teddy, stell bei! Hängt ihn auf! Lasst ihn krepieren! Nein, 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 los, mach ihn fertig! Scheiße! Was hab ich getan? Verdammter Streuner! Lass ihn verdammt nochmal in Ruhe! Hakon! Er verwandelt sich gleich! Ach, das ist ein Problem. Ich dachte, aber er ist ein Außenseiter. Er muss sterben. Er gehört zu mir. Kapiert? Hab ich dir nicht gesagt, geh nirgendwo ohne mich hin? Hab ich's nicht gesagt? Wer zum Teufel bist du? Die reißen dich in Stücke. Shh, nicht jetzt. Wer zur Hölle ist das? Mach einfach schnell, klar? Bring sie hierher. Ach, Scheiße. Du Drecksack. Du beschissener Drecksack. Er bewegt sich. Hakon? Leg ihn um, Hakon. Leg ihn um, bevor ich's tue. Wow, wow, wow. Bleib ruhig. Atme durch. Scheint, er hat sich nicht verwandelt. Scheint? Hakon, ich will das hier nicht. Du bist zurückgekommen. Blinzle, wenn du verstehst. Oh, fuck, mein Kopf. Oh. Du hast dich fast verwandelt, aber UV-Licht und Hemmstoffe holten dich zurück. Und der Baseballschläger natürlich. Du bist am Leben. So soll es auch bleiben. Der Kerl bringt uns fast um und du plauderst mit ihm? Mädels, entspannt euch. Sie haben Angst. Hättest fast ihre Werkstatt geschrottet. Wir müssen hier weg. Kannst du laufen? Aber ich verstehe nicht. Wo gehen wir hin? An einen sicheren Ort. Ich muss zum Fischauge. Das Fischauge? Ohne Biomarker kommst du noch nicht mal in die Nähe. Was zum Teufel ist das? Biomarker überwachen den Verlauf der Infektion im Dunkeln. Deine Eintrittskarte in die Stadt. Ohne ihn ist jeder Schritt ins Dunkle reines Glücksspiel. Kannst dich jederzeit verwandeln. Du brauchst einen Biomarker und ich weiß, wo wir einen herkriegen. Komm. Entspann dich. Alles unter Kontrolle. Alles wird gut, hey. Du bist schwach. Warte einen Moment. Tränk. Ernsthaft? Sonst noch was? Sollen wir ihm ein Bad einlassen? Hört sich gut an, meine Damen. Vielleicht nächstes Mal. Schnauze, Hakon. Sie himmelt mich an. Warum hilfst du mir? Lernen wir uns doch kennen und finden es raus. Du zuerst. Wo hast du die alle her? Geht dich nichts an. Du bist auf der Hut. Gut, dann lebst du länger. Bist du ein echter Pilger? Oder gibst du das nur vor? Ich war ein Pilger. Eine Stunde bis zur Dämmerung. Ich mein's ernst, Hakon. Er bleibt nicht über Nacht. Hier. Deine Waffe und dein Funkgerät. Auch als Pilger kommst du nicht ohne aus. Los, gehen wir. Okay. Immer stärker werden, folgen Sie Hakon. Okay. Nicht übel.
Wo ist das Fischauge? Die Kantine ist da, im Stadtzentrum, hinter der Giftmüllhalde. Na, ich muss dahin. Pech gehabt. Der einzige Weg führt durch den Tunnel. Sie beschützen ihn, als wäre es ein Portal nach Valhalla. Fast unmöglich, da durchzukommen. Okay, einen Moment, ich mache hier gerade kurz einen Cut. Bis gleich. Wieder da, weiter geht's. Und, ja. Kannst du mir helfen? Offensichtlich kennst du dich in der Stadt aus. Ich habe hier schon gelebt, bevor die Welt den Bach untergegangen ist. Ich könnte helfen. Aber du brauchst einen Biomarker. Ohne kommst du nicht weit. Woher kommst du? Von ziemlich weit her, oder? Ungefähr 2000 Kilometer. Oh, scheiße. Wie zum Henker hast du dich noch nicht infiziert? Na, ganz einfach. Hab mich nicht beißen lassen. Hier ist es anders. Hier ist jeder infiziert. Schon von Haran gehört. Velidor wurde auch isoliert. Sie haben Mauern gebaut, uns eingesperrt. Aber genau das hat uns gerettet. Und woher bekommt man einen Biomarker? Ah, die kriegst du nicht. Außer man kennt die richtigen Leute. Und das tue ich. Gehen wir. Ach übrigens, ich bin Hakon. Ich bin Aiden. Schön, dich zu treffen, Aiden. Willkommen im Paradies. Mhm. Naja, ob man das jetzt Paradies großartig nennen möchte. Hier drüben. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oh, ja, bestimmt in einem Fompit. Ja, oder in einem Fompit. In eine Matratze rein. Drauf. Ich war beim Militär. Spezialeinheit? 7 Jahre lang. Hat mir sogar gefallen. Außer wenn nicht. Wurde wegen Befehlsverweigerung rausgeworfen und die haben mein Konto gesperrt. Wurde schließlich Taxifahrer. Autsch! Wie tief die Mächtigen doch gesunken sind. Halt's Maul! Immerhin kenne ich mich in der Stadt aus. Ho, komm schon! Ah, lol. Okay, das war ein Teil 1 auf jeden Fall ein bisschen besser. Ohne Hemmstoff hältst du nicht lange durch. Habe ich nicht alles zerschlagen, als du mir das letztes Mal gegeben hast? Das war nur das erste Mal. Aber Mann. Es wird besser, wenn du überlebst, versteht sich. Fuck! Heißt das, ich hätte draufgehen können? Wenn ich dir den nicht gegeben hätte, wärst du so oder so gestorben. Okay, wo ist er jetzt hin? Hallo. Also, warum hilfst du mir? Ich weiß, dass die Leute in der Regel Angst vor euch haben. Aber mir hat ein Pilger mal das Leben gerettet. Ich war mal ein Pilger. Jetzt bin ich infiziert. Reisen wird in Zukunft sehr viel anstrengender. Dann herzlich willkommen zu deinem Neubeginn, mein Freund. Sieh dich um. Das sind Schatzkisten. Meist ist da echt gutes Zeug drin. Schau's dir an. Ich warte. Okay, was für Schatzkisten? Halten Sie beim Durchqueren von Wilde nach Dach. Hain Ausschau. Stellen Sie mit dichten Pflanzenwuchs erkennbar an großen gelben Bäumen. Sie sind gute Qualität für Honig, Kamille und andere Ressourcen, die zur Herstellung von Arznei und anderen Verbrauchsgegenständen gewinnen können. Bei Bedarf besteht auch die Chance, dort ein paar vergessene Waffen zu finden. Okay. Interessant, interessant. An Orten wie diesem wird oft einiges versteckt. Falls es jemand nicht vor Einbruch der Dunkelheit in einen Bunker zurückschafft. Okay. Harz, okay. Wenn wir da noch ein bisschen was misst. Irgendwelche Teile. Ich bin mal gespannt, wie viel halt in dem Lager reinpasst. Was haben wir da? Was ist das? Kristalle. Die hat wohl jemand hier versteckt. Okay, was können die? Die standen nach dem Abwurf der Chemikalien. Manche glauben, sie verzögern eine Infektion. Dummer Aberglaube. Du sammelst sie also nicht ein? Doch, klar. Abergläubische zahlen sehr gut dafür. Und Geld nehme ich ja immer gerne. Es gibt eine besondere Kiste, auf die ich abgesehen habe. Komm mit, ich zeig's dir. Warte, nicht so schnell. Da ist noch was.